Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute mal einen Fashion Haul mit ein bisschen Beauty. Ich war nämlich gestern schön einkaufen und ich möchte euch gerne meine Produkte zeigen. Und es ist wirklich sehr viel geworden. Ich habe wirklich sehr viel eingekauft und wenn es euch interessiert, dann bleibt einfach dran. Und ich würde sagen, wir beginnen mit H&M. Da habe ich auch schön zugeschlagen, da habe ich auch das meiste gekauft. Und H&M hat ja eigentlich jeder in seiner Nähe, glaube ich. Und zwar... this one. H&M hat jetzt zur Zeit ein paar Dinge im Sale und da habe ich natürlich auch geschaut. Ich bin jemand, ich schaue lieber erst im Sale und danach zu den anderen Sachen. Und da habe ich diese Jacke hier gefunden im Sale und für 20 Euro war die statt 50. Jawohl. Und ja, die ist halt so richtig schön, so schön grün. Und hat da vorne auch, das ist so ein bisschen Rosé-Gold, Rose-Gold. Also ich fand die echt cool, die hat keine Kapuze, ist einfach eine schöne grüne Jacke und ich fand die echt cool so für den Übergang und jetzt für 20 Euro musste ich sie mitnehmen. Dann als nächstes habe ich eine Tasche mitgenommen und ich habe diese Tasche gesehen und dachte mir so, nee, bin vorbeigegangen. Dann dachte ich mir so, oh nee, die Tasche war übelst schön und bin nochmal zurück und habe sie dann einfach mitgenommen. Ich finde die mega cool, die hat so einen kunstlederartigen Stil. Ist von 40 Euro auf 20 reduziert worden und ihr kriegt, wenn ihr sie kauft, gratis Plastiktüten, ist auch super. Nein, Spaß, aber ich fand, weil man kann eben diesen Henkel hier verwenden und ich brauchte eine Tasche mit diesem Henkel, weil diese kleinen, die brauche ich nicht. Und ich fand die dann doch irgendwie sehr, sehr schön. Dann habe ich mir diese Kette hier gekauft, das hat nur 2 Euro gekostet, das war bei den Accessoires. Und seht ihr das? Das ist so 2 Ohrringe. Da oben ist es jetzt nicht scharf, aber da unten so eine kleine halt. Und ich wollte schon immer so eine kleine silberne, wo halt einfach das Outfit ein bisschen schöner macht, aber auch nicht wirklich so das mega Ding ist. Und ja, es hat die nur 2 Euro gekostet statt 10, dieses Set. Und das fand ich mega schön, deswegen habe ich es mitgenommen. Ist auch sehr süß verpackt. Dann habe ich bei H&M noch eine Hose gekauft. Die habe ich aber jetzt schon seit 3 Tagen oder so. Und so ist es einfach eine schwarze mit diesen Rissen hier. Und ich habe sie gekauft, weil sie meine Freundin oft anhat und ich die so schön fand. Und die kostet 19,99 €. Die hat keine Arschtaschen, was ich nicht so schön finde. Aber ich finde, die macht den Popo auch sehr, sehr schön. Und für 20 Euro eine schwarze Hose kann man immer anziehen zu allem. Und deswegen habe ich sie mitgenommen. So, the next Tüte from H&M. From H&M, I think. Mit einer New Yorker Tüte drin. Das machen wir danach. Und zwar habe ich mir diese Hot Pen hier gekauft. Und ich finde die so, so schön. Ich finde die richtig, richtig schön. Die ist halt einfach eine hellblaue, schlichte Hot Pen. Die hat 14,99 € gekostet. Und die kannst du halt zu allem anziehen oder im Sommer. Ich wollte mir auch Hot Pens kaufen für den Sommer. Die ist so, die hat so einen richtigen stretchigen Stoff. Und deswegen musste sie einfach mit. Die passt so gut. Und die, ja, macht den Hintern auch schön, wie ich finde. Ja. Dann habe ich diese Hose hier mitgenommen. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich sie schön oder nicht ganz so schön finde. Aber ich finde, doch, ich finde sie eigentlich schon ganz schön. Das ist eine High-Waist-Hose. Ja, die gibt es auch in verschiedenen Varianten, Farben dort. Und ich habe mir jetzt halt diese Variante ausgesucht mit diesem Used, heißt das Used-Look? Halt dieses ausgewaschene Look. Ich fand die ganz cool. Die kann man auch immer anziehen. Hat auch 14,99 € gekostet. Und dann zeige ich euch schnell, was ich bei New Yorker gekauft habe. Es ist auch nur ein Teil und auch ein sehr günstiges Teil gewesen und zwar dieses Teil hier. Ich habe das bei meinem New Yorker nämlich schon mal gesehen, weil ich war in einer anderen Stadt und ich fand das echt cool. Also das kostet 2,95 € und das ist halt einfach so ein graues, was ihr so anzieht und dann könnt ihr da vielleicht eine Kette oder das halt einfach für den Sommer, was schön luftig, leicht ist und für 2,95 € kann man sehr mitnehmen. Ich mag diese Farbe halt auch extrem gerne. Dann war ich im Adidas Neo und was ich da gekauft habe, zeige ich euch auch. Wer hätte es gedacht? Und zwar hier einen Pullover statt 30 für 20. Also statt 29,95 € für 19,99 €. Das ist halt ein sehr schöner Spring Fling, steht drauf. Und Adidas Neos finde ich auch immer wichtig, dass das draufsteht, weil... kennt ihr wahrscheinlich, dass das ihr wollt, dass die Marke natürlich zu sehen ist, wenn es eine Marke ist. Und er hat da unten noch so Reißverschlüsse an den Seiten und bei den Händen, hat er da auch welche? Nein, da hat er keine. Aber zumindest da unten sind noch so Reißverschlüsse, was ich eigentlich auch ganz schön finde.
Das ist so ein kleines Detail. Und ja, den kann man abends im Sommer oder auch so im Sommer mit einer Hotpan. Finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Ich mag solche Pullis auch sehr, sehr gerne. Dann war ich bei Pimki und bei Pimki finde ich normal nie was. Und die haben richtig viel reduziert gehabt. Ich habe ungefähr 10 Oberteile anprobiert und habe am Ende eins genommen. Also die haben ganz viel mit so roten Schildern und alles ist 40%. Also da ist wirklich richtig viel im Sale. Da müsst ihr unbedingt mal reinschauen, wenn ihr einen in eurer Nähe habt. Und zwar hier, dieser Pulli hier. Der kostet ursprünglich 22,99. Ja, so sieht der aus. Der ist eigentlich ist er ganz süß gemacht, weil ich trage zur Arbeit gerne solche Pullis immer, weil ich ziehe mich auf der Arbeit ja eh immer um. Hab da ja Dienstkleidung an und bis dorthin ziehe ich mir mal früh oder nachmittags immer gerne einfach so einen Pulli an, auch deswegen. Und die haben einfach diese roten Teile dann bei Pimki und das heißt, sie sind dann 40% reduziert, zumindest auch bei meinem Pimki so. Und es hat dann 13,79 € gekostet, dieser Pulli. Genau, den fand ich eben ganz nett. So, jetzt kommen wir zum letzten und zwar zu MAC. Jetzt zeige ich euch noch, was ich da mir Schönes gekauft habe. Und ja, jetzt ist es dann auch gar nicht mal. Und zwar habe ich mir hier einmal dieses wunderbare Stück gekauft. Das ist, wer kann es erraten, der Highlighter, der Soft and Gentle. Ich wollte ihn schon länger haben und jetzt habe ich mich endlich überwunden, das Geld dafür auszugeben. Er kostet 32 €. Das ist schon echt heftig für einen Highlighter. Also, wenn ihr noch Taschengeld bekommt, würde ich euch nicht sagen, den zu kaufen. Dann kauft euch den von Essence. Das ist das Dupe dazu. Der ist ähnlich gut, aber ich muss natürlich den von MAC haben. Und ich komme jetzt auch mal näher ran, um ihn euch zu demonstrieren. Ich habe das ewig nicht gepeilt, wie der aufgeht. Das ist einfach magnetisch. Ich habe da ewig rumgedingst, habe schon die halbe Verpackung kaputt gemacht. Also, er ist so, so wie er eben aussieht in der Kamera. Sieht er auch aus. Und, oh, seht ihr das? Seht ihr das? Und ich trage ihn auch heute. Ja, aber ich habe es immer so hell, die Kamera, deswegen sieht man das nicht so. Hier ist er schön geswatcht. Er gibt einfach so einen schönen Schimmer. Ja, wundert euch nicht, ich trage zu dunkles Make-up. Er gibt so einen schönen Schimmer und Glow-Up. Hier, seht ihr das? Man müsste es sehen. Das ist richtig, richtig toll. Und ich bin richtig froh, ihn jetzt zu haben, aber es ist schon echt sehr viel Geld für 32 €. Ich meine, wer braucht das schon dafür ausgeben? Aber wenn man Schminke liebt, dann macht man das. Das kann jeder verstehen, glaube ich, der ihn auch besitzt. Aber ich finde es schon echt teuer. Ja, wie gesagt, ich trage ihn heute, falls es euch schon aufgefallen ist. Dann habe ich noch einen Lippenstift von MAC mitgenommen. Und zwar kennt ihr bestimmt alle XX, also Make-up Guru XX. Heute heißt sie immer Louise. Und die habe ich halt früher immer geschaut. Und die hat da immer diesen von MAC, die so zwei Farben gehabt und dieser Angel ist mir immer als einziger so im Kopf geblieben. Und das war dann schon immer so mein Ding, so, oh, ich will auch diesen Angel-Lippenstift, wie die Emma hat und bla. Und ja, ich habe ihn mir gekauft. Ich wollte einen rosastichigen Lippenstift haben, habe da ewig überlegt, ob ich Please Me oder irgend sowas Bekanntes nehme, obwohl Angel ist eigentlich auch sehr bekannt. Aber ein bisschen rumprobiert, habe matt geswatcht, habe diesen Frost, der hat ja einen Frost-Finish, ja. Aber ich habe mich jetzt wirklich für den Angel entschieden und ja, so sieht er aus. Ist halt einfach so ein schönes Rosa, ich trage den auch heute, also der sieht auf den Lippen schon so aus, wie er jetzt aussieht. Wie er jetzt bei mir aussieht, so sieht er aus, er ist schon ein bisschen heller. Ich kann ihn auch nochmal extra swatchen auf der Hand. Also seht ihr, der ist schon ziemlich hell. Ja. Und das fand ich einfach cool, so für den Sommer so einen Lippenstift zu haben. Und jetzt habe ich ihn mir gekauft. Der hat 20,50 € gekostet. So ihr Lieben, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.